Camilla aus Nigeria musste jahrelang in Italien als Zwangsprostituierte arbeiten. Vor einem Jahr wurde sie dort von der Polizei aufgegriffen und abgeschoben. Aus Sorge um ihre Zukunft will Camilla nur verdeckt gefilmt werden. Ihre Heimat Benin City ist eine Hochburg für Menschenhändler. Sie versprechen den Nigerianerinnen ein besseres Leben in Europa und beuten sie dann als Sexsklavinnen aus. Zurück in Nigeria will Camilla endlich wieder in die Normalität zurückfinden. Doch die Scham ist groß. Bislang hat sie noch nicht einmal ihre Familie wiedergesehen. Wird sie die Kraft für ein Treffen finden? Camilla hat die Liste aus der grausamsten Zeit ihres Lebens aufgehoben. Es sind ihre Einnahmen vom Straßenstrich im italienischen Florenz. Über jeden Euro musste sie Buch führen, denn das ganze Geld ging an ihre nigerianische Zuhälterin, eine sogenannte Madame. Halt findet sie bei den Nonnen eines katholischen Frauenhauses, die sie aufgenommen haben. Camilla wurde die meiste Zeit von der Zuhälterin in einen kleinen Raum gesperrt, Flucht unmöglich. Sie hat mir mein Handy abgenommen, also konnte ich noch nicht einmal mit meinen Eltern sprechen. Sie hat mich misshandelt, beleidigt, geschlagen und sie hat gelogen. Angeblich hätte ich ihr Geld geschuldet. Schließlich wurde Camilla auf dem Strich von der Polizei aufgegriffen und in ihre Heimatstadt Benin City abgeschoben. Noch fühlt sie sich zu schwach, um auf eigenen Beinen zu stehen, sagt sie. Und sie hat Angst, als Versagerin zu gelten. Schließlich ist sie aus Europa mit leeren Händen zurückgekehrt. Drei Monate später. Vor ein paar Tagen hat Camilla eine eigene kleine Wohnung in Benin City angemietet. Die Ordensschwestern aus dem Frauenhaus haben ihr beim Kauf der Einrichtung geholfen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals in solch einer Wohnung leben könnte. Ich kam ja ohne irgendetwas zurück nach Nigeria. Ich war am Ende und hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Heute kann ich essen, was ich will, schlafen gehen, wann ich will. Ich habe meine Ruhe. Keiner belästigt mich mehr. Mir geht es gut. Ich bin okay. Inzwischen hat Camilla über soziale Netzwerke auch wieder erste Kontakte zu Freunden von früher aufgebaut. Denn es ist die Einsamkeit, die ihr am meisten zu schaffen macht. Aber vor einem Besuch bei ihrer Familie schreckt sie noch immer zurück. Seit ihrer Abreise nach Italien, vor mehr als 8 Jahren, hat sie bis auf ein paar Telefonate nichts von ihnen gehört. Und nie hat sie ihrer Familie gegenüber auch nur ein Wort darüber erwähnt, was ihr in Europa widerfahren ist. Dabei ist ihr Heimatdorf nur eine halbe Autostunde entfernt. Ich kann das noch nicht. Dann wollen sie alles von mir wissen und dann kommen Dinge hoch, die ich lieber vergessen will. Ich will noch nicht mit ihnen reden. Trostlosigkeit, kaum Jobs, keine Perspektiven. Wie viele junge Menschen in Nigeria träumte auch Camilla von einem besseren Leben in der Fremde. Und die Menschenhändler versprechen ihnen genau das. Eine gut bezahlte Arbeit im reichen Norden. Dann schleusen sie die jungen Nigerianerinnen mit falschen Papieren, oft auch als Flüchtlinge getarnt, nach Europa. Mehrere tausend Fälle solcher Art gibt es jedes Jahr allein in Benin City, sagen Experten. Am nächsten Tag. Camilla wagt sich in die Öffentlichkeit. Oft trägt sie dafür eine Perücke, so fühlt sie sich geschützt. Heute ist sie auf dem Weg in eine Schule. Camilla will dort von ihrem Schicksal erzählen
um zu verhindern, dass Menschenhändler jungen Mädchen das Gleiche antun, was sie ihr angetan haben. Es gibt so viele von ihnen. Und manche behandeln die Mädchen sogar noch viel schlimmer als meine Madame. Aber Camilla weiß auch, nur selten landen die Menschenhändler vor Gericht. Weder in Europa noch in Nigeria. Deshalb will sie auf Aufklärung setzen. Zusammen mit den Ordensschwestern aus dem Frauenhaus hat sie angefangen, in Schulen zu gehen und mit den Mädchen zu sprechen. Heute sind sie in einem Vorort von Benin City. Mehr als die Hälfte der Schülerinnen kennen Fälle von Menschenhandel aus der eigenen Familie. Man muss sich mal in diese Leute hineinversetzen. Wie würde ich mich fühlen? Sie sind gefangen, können nicht einmal zurück in ihre Heimat, um mit den anderen über ihre Erlebnisse zu sprechen und sie zu warnen. Bei manchen ist es ja noch nicht einmal ihre eigene Schuld. Ihre Eltern stecken dahinter, um Geld zu machen. Ich finde es gut, dass jemand an unsere Schule kommt und mit uns über das Problem spricht, damit wir nicht die nächsten Opfer sind. Camilla und die Ordensschwestern sind inzwischen ein eingespieltes Team. Zuerst spricht eine Nonne über die Strategien und die falschen Versprechungen der Menschenhändler. Und sie erklärt den Mädchen, dass viele ihrer Vorstellungen von Europa falsch sind. Dann erzählt Camilla von ihren Erfahrungen und macht dabei auch vor sehr privaten Schilderungen nicht Halt. Sometimes when you go to work, they think you didn't come with money, they beat you, they pour pepper on your body, your private parts and all that. More than 20 men sleep with us every night. So please, don't be deceived and don't allow anybody to deceive you and take you to Italy. Das erste Mal war es sehr schwierig. Ich wollte nicht, dass die Menschen nur die ehemalige Prostituierte in mir sehen. Ich habe gezittert, aber ich habe weitergemacht und habe immer mehr Mut bekommen. Seit mehr als 10 Jahren arbeitet Schwester Bibiana mit Opfern von Zwangsprostitution. Aber nur selten habe sie jemanden wie Camilla erlebt, die ihre eigenen Ängste überwinde, um andere junge Frauen vor einem ähnlichen Schicksal zu bewahren. Ich bewundere ihren Mut, ihre Stärke, ihr Engagement für andere. Denn sie will ja andere schützen. Ich bewundere sie einfach. Ein Juju-Tempel in Benin City. Viele Menschenhändler schicken ihre Opfer vor der Abreise hierhin. Zu Priestern mit angeblich magischen Kräften. Einige solcher Juju-Priester, so sagen Insider, lassen die Frauen einen Schwur ablegen, der diese zu bedingungslosem Gehorsam verpflichtet. Vor der Kamera will der Priester solche Fälle nicht bestätigen. Aber Schwüre seien ernst zu nehmen, warnt er. Die Götter nehmen Rache, sollten sie gebrochen werden. Wenn sie sich nicht daran halten, müssen sie sterben. Innerhalb von 7 Tagen werden sie vom Blitz getroffen. Ja. Camilla lässt sich davon nicht mehr einschüchtern. Im Moment hat sie ganz andere Sorgen. In einem Frauenhaus trifft sie ihre Schwester. Auch sie ist vor kurzem Opfer von Menschenhändlern geworden. Mehrere Monate hielten sie sie im Nachbarland Ghana gefangen, dann konnte sie fliehen. Camilla macht sich große Vorwürfe, dass sie ihre Schwester nicht früher gewarnt hat. Nun ist für Camilla klar, sie kann einem Treffen mit ihrer Familie nicht mehr länger aus dem Weg gehen. Ein paar Tage später fährt sie in ihr Heimatdorf. Ihre Anspannung ist enorm.
Wie wird ihre Mutter nach einer so langen Zeit reagieren? Und Camilla kehrt ohne Ersparnisse aus Europa zurück. Für ihre Familie bestimmt eine Enttäuschung. Ihre Sorgen waren unbegründet. Ich bin einfach glücklich, meine Tochter gesund zu sehen. Sie sieht gut aus und glücklich, aber ich verstehe alles noch nicht so ganz. Reis mit Ei und Chilisauce. Es ist das Gericht, was Camilla schon als Kind von ihrer Mutter bekommen hat. Aber sie entscheidet sich vorerst nichts darüber zu erzählen, was ihr in Europa angetan wurde. Und sie ist froh, dass ihre Mutter keine Fragen stellt. Sie hat mich damals davor gewarnt, wegzugehen. Und ich habe nicht auf sie gehört. Dann bin ich in dieser Sache gelandet, auch wenn es nicht meine Schuld war. Meine Mutter würde das bestimmt nicht verkraften. Es soll mein Geheimnis bleiben. Aus Freude über die Rückkehr betet die Familie gemeinsam. Vielleicht, meint Camilla, ahnt ihre Mutter etwas. 80% aller nigerianischen Zwangsprostituierten kommen aus der Gegend um Benin City. Da habe sich das Problem auch bis in die Dörfer herumgesprochen. Und vielleicht wird sie eines Tages doch den Mut haben, mit ihrer Mutter zu sprechen über das, was in Europa wirklich passiert ist. Baba, Mama. Baba, Mama.